Spieltag 23 ist eröffnet. Tiger mit seinen Tide Troopers haben leider verloren. 1:0 am 22. Spieltag gegen die Karlsruher Fußball. Leider hat unsere Taktik nicht ganz so funktioniert und wir mussten uns geschlagen geben. Ja, die Highlights sagen schon viel aus. Wir haben ein Tor bekommen in der 63. Minute und konnten leider auch mit der Auswechslung dann nicht mehr viel tun. Wir haben Aldin Čavić nochmal gebracht im Sturm gegen Jamshid Poljakov. Da haben wir versucht, nochmal den alten Mann ranzulassen, damit er eventuelle Vorlage geben kann oder der Ausgleich, was die Tore angeht. Es ist ein Auf und Ab gerade bei den Tide Troopers und wir hoffen einfach, dass wir jetzt im nächsten Spiel dann wieder zuschlagen können. Ja, da gucken wir vielleicht auch gleich mal rein. Lass mal hier mal kurz schauen, wie denn das nächste Spiel ausschaut. Das spielen wir gegen ASV Karlsruhe. Die sind also auch hier mit unterwegs. Wir gucken mal schnell in die Vorschau rein. 4-4-2 Flügel gegen 4-3-3 Offensiv. Statistisch mäßig haben wir tatsächlich letztes Mal einen Unentschieden geholt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir hier dann eventuell nochmal zuschlagen. Ja, in der Aufstellung sieht es heute nicht ganz so gut aus. Poljakov, Hank und Bauer sind sehr schlechter Form. Da bin ich überlegen, ob ich nicht tauschen soll. Stefan Kusma auf der AV-Bahn auch eher nicht so gut unterwegs. Und ich glaube fast, dass ich hier mich für den Alpha entscheide, weil der Kriti ist nicht in Form, der Alpha ist hier in Topform. Der kriegt also auf jeden Fall die Chance jetzt mal gegen den Stefan Kusma, der heute auf der Bank bleiben muss. Hätten der Kassians ist jetzt wieder gesundet, aber hat halt eben nur 68% Fitness. Der wird also noch warten müssen, bis er wieder ran darf. Lieber aussetzen. Im Sturm haben wir natürlich die Option, jetzt Mark Hein zu bringen. Der kann auf jeden Fall links außen spielen, hat glaube ich auch den besseren linken Fuß. Das war der rechte Fuß, linker Fuß. 20%, der ist auf jeden Fall links im Fuß besser unterwegs. Da werden wir auf jeden Fall mal Kresta austauschen. Kresta wird wieder auf die rechte Seite gehen für Poljakov. Der wird draußen bleiben. Und Kresta spielt dann eben entsprechend auf der rechten Seite. Wir können natürlich überlegen, dass wir Mehmet Hank auch rausnehmen. Der wird aber wahrscheinlich spielen. Wir könnten ganz anders aufstellen. Ich überlege gerade. George Bauer wird bleiben, auch wenn er nicht in Form ist. Der Junge ist mir einfach zu gut im Moment, was die Tore angeht. Der soll spielen, sich durch die Form, durch das Formteam durchspielen. Ich habe auch nicht die Option jetzt auf der Bank, wo ich sage, da sieht es besser aus. Aldin Čavić würde gehen. Ich überlege nur gerade, ob ich Mario Kresta nicht auf die OM-Position setze und dafür dann Aldin Čavić die Chance gebe. Ist natürlich eine Option. Oh, schwierige Entscheidung tatsächlich gerade. Aber Mehmet Hank, wenn der nicht in Form ist, das wird nicht ganz so gut laufen. Deshalb Mario Kresta für Mehmet Hank und wir werden Aldin Čavić auf die rechte Position bringen. Der kann wieder Vorlagen bringen, den müssen wir auswechseln. Also Jamshid Poljakov wird reinkommen. Ja, sonst haben wir nicht viele Optionen. Wir haben unseren Kader ja auch ausgedünnt, von daher ist das okay. Wir sehen gerade, dass auch unser Torhüter in Topform ist. Da gucken wir ganz kurz rein. Es wäre tatsächlich eine Option, mal Axel Meyer jetzt eine Chance zu geben. Der ist hier in guter Form. Hätten also die Option, ihn zu bringen heute mal. Das wäre natürlich optimal, wenn er jetzt hier mit dem guter Form gegen die normale Form dann besser aussieht. Ist noch nicht eingespielt, hat noch nie gespielt. Aber ich glaube, ich gebe mal dem Axel Meyer heute die Chance, sich zu beweisen und mal zu zeigen, ob er was drauf hat. Darf heute also mal ran am 23. nach der Halbzeit. Haben wir ja auch eingestellt, dass in der Halbzeit frühestens gewechselt wird. Jetzt nehmen wir Aldin Čavić, der wird ausgewechselt und wir kriegen den Jamshid Poljakov rein. Es ist wichtig, dass der dann wieder Spielzeit kriegt, auch wenn er nicht ganz in Form ist, aber Aldin wird es nicht durchhalten, der hat zu wenig Kondition. Überlegt, ob man nicht noch was tun. IV-technisch haben wir, glaube ich, schon, lass mal schon reingucken. Ja, Gavin Foley gegen Niklas Kriete, das wird auch so erstmal bleiben. Wir werden aber auf der AV-Position noch etwas verändern. Und zwar Hal Alfay darf spielen, aber nicht komplett. Jetzt muss ich überlegen, ob wir überhaupt noch einen AV übrig haben. Niklas Kriete, wir haben noch den Stefan Kusma. Der wird dann kommen in der zweiten Halbzeit, aber wir müssen natürlich das andersrum machen. Hal Alfay gegen Niklas Kriete nicht, sondern Stefan Kusma. Der wird dann gewechselt, aber nur, wenn der wirklich sehr erschöpft ist. Das werden wir jetzt so einstellen. Wir müssen das auch wieder aktivieren. Haben wir im letzten Spiel ausgelassen, weil wir da nur zwei Wechsel machen wollten. Und damit haben wir auch die Auswechslung bestimmt. Unseren Spielplan werden wir jetzt so erstmal lassen. Den werden wir nochmal im Detail dann besprechen, wenn ihr Interesse habt. Wenn ihr Interesse habt, lasst einen Kommentar da. Dann kann ich euch den mal ein bisschen genauer erklären, was ich da denn so geplant habe. Ja, von daher war es das heute von den Tide Troopers. 23. Spieltag steht an.
bin noch am Überlegen, wie und was ich dann euch hier präsentieren werde oder ob es überhaupt Sinn macht, jeden Tag ein kleines Video zu machen. Wenn ihr irgendwelche Dinge genauer wissen wollt, lasst einen Kommentar da. Ich gehe da drauf dann gerne auch ein. Wenn ihr irgendwas über die Taktik wissen wollt, wenn ihr irgendwas über meine geplanten Transfers wissen wollt oder wie ich da vorgehe, gerne ins Kommentar reinhauen, wenn ihr da mehr wissen wollt, auch natürlich hier zu Spielaktionen oder wie ich auch andere Dinge im Spiel dann handhabe. Von daher lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Euer Taika, Tide Troopers. Wir sehen uns beim nächsten Mal.